Willkommen zurück, Jungs, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Double Upload. Falls ihr das Video von heute Morgen verpasst habt, was erreicht man in 24 Tagen FIFA 23, dann checkt das Video auf jeden Fall auch noch ab. Aber jetzt geht's erstmal rein in einen kleinen Double Upload. Ich habe wieder 100 Player Picks für euch vorbereitet zu dem neuen Event World Cup Stories. Also Spieler, die Geschichte geschrieben haben im Laufe der Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, was er hier jemals gebracht hat, aber Al-Sheri ist der erste Mann nach wenigen Picks. Respekt an den Mann auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht weiß, was er für seine Nation geleistet hat, soll das seine Leistung natürlich schmälern. Grüße gehen raus. Und wir werden heute wieder 100 Picks ballern. Ich habe 50 von den 78 Plus Picks vorbereitet für das Event und 50 von den 75 Plus World Cup Winner Player Picks. Die sind natürlich 75 Plus rated und dementsprechend vom Rating her nicht so gut, aber dafür hat man da vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, einer von den Top-Nationen, der gut ist, zu ziehen. Ich bin gespannt. Ihr liebt die Player-Pick-Videos, ich liebe die Player-Pick-Videos, deswegen heizen wir jetzt hier die 100 Player-Picks ganz entspannt durch. Ihr kennt meine Player-Pick-Videos, ich ziehe die immer so, dass ich die möglichst schnell hier durchballer, aber so, dass man die sich richtig gut geben kann. Bis jetzt läuft es nicht schlecht, also die gönnen ganz gut, muss ich sagen. Also ich bin Stand jetzt zufrieden. Sehr, sehr schnell schon eine World Cup Story-Karte gezogen, den ein oder anderen für eine SBC mitgenommen. Jetzt muss hier bloß der ein oder andere Walkout noch vorbeischauen. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Ich will hier schon ein bisschen Futter noch mitnehmen, um die ein oder andere SBC in nächster Zeit abschließen zu können. Und natürlich sage ich zu einem weiteren World Cup Story Spieler auch nicht nein. Schreibt mir in die Kommentare, bereitet ihr als Player Picks auch für solche neuen Events vor? Ich finde es einfach jedes Mal überragend, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier wirklich meinen ganzen Verein wieder reingehauen. Ich glaube, unter 82 habe ich gefühlt nichts mehr im Verein. Also wird es Zeit, jetzt den Verein wieder aufzustocken mit guten Karten und mit Futter. Und nicht unbedingt mit Spielern unter einem Rating von 83. Da bist du doch. Da ist der nächste 83er. Ich hoffe, hier so schnell wie möglich eine Banger-Karte zu ziehen, damit wir hier mal wieder was richtig Starkes ziehen aus den Player-Pick-Videos. Also im Normalfall gönnen die echt fast immer. Aber so ein richtig, richtig böser Player-Pick hatte ich, glaube ich, noch nicht in FIFA 23. Deswegen müssen wir jetzt heute, so wie die World Cup-Karten, Geschichte schreiben. Die Karten haben im World Cup Geschichte geschrieben und ich werde jetzt hier in FIFA 23 Geschichte schreiben. Back-to-back 84er. Gutes Futter. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Gar keine Frage. Wir machen weiter mit dem nächsten Player-Pick. Haben hier einen 83er Ziyech am Start. Der ist auf jeden Fall auch ganz in Ordnung. Dann haben wir einen 83er Osimhen, warte mal kurz, wir haben 83er Osimhen, 83er Ziyech, 84, also wir haben gerade keinen so schlechten Lauf, muss man sagen. Und die zwei werden jetzt auch mindestens 83er. Komm schon, Junge, hat ein bisschen länger geladen. 82, okay, da ist die Streak dann auch schon wieder vorbei. Und dann machen wir natürlich direkt weiter mit einem 81er Musso. Da Musso ich los, meine Freunde. Der Mann fühlt sich hier alleine. Links und rechts daneben eine World Cup Story Karte setzen. Abfahrt. 80er Günni Günther, der nicht so viel Geschichte geschrieben hat bei der WM. Und 81er Taremi. Schade, wäre auch zu cool gewesen. Aber einen haben wir schon mal. Und einen weiteren ziehen wir noch auf Ansage. Da bin ich mir sicher. Komm schon, Junge. Vielleicht sogar auf der Seite. 82er Guates, bestimmt auch richtig gut ausgesprochen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit noch einem weiteren 83er Heuberg. Den haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gezogen. 82er Christensen ist mit dabei. Ey, ohne Spaß. Die gönnen ganz gut so, aber so richtig krass gönnen sie noch nicht, weil es war noch kein einziger Walkout am Start. Wo sind die Walkouts, meine Freunde? Vielleicht sind die 75 plus nationbezogenen Picks doch besser, weil so Walkout-technisch erwarte ich jetzt hier doch ein bisschen mehr als das, was wir gerade bekommen. 83er Gabriel Jesus ist am Start mit einem 83er Rating. Wir machen weiter. Okay, let's go. 82er Fabianski. Bitte, Junge, komm schon. Wir gehen rein. Ah, doppelter 79 Pick. Das ist auch nicht das Wahre. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber 83er Griezmann ist schon mal ein bisschen besser. Hier setzen wir jetzt einen weiteren Banger rein. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist die letzte Seite hier, ne? Dann war es das auch schon mit den 78 plus Packs, Picks. Und wir gehen rein in die 75 plus Picks. Deswegen, jetzt nochmal Vollgas geben auf der Seite mit den 78 plus Picks. 82er Jonathan Tah ist jetzt auch nicht das, was ich will. Gönn mir den 86 Pluser. Forsberg. Dann haben wir noch 4 Picks. Wieder 83er Jesus. 3 Picks von den 78 Plus Dingern. 83er Zapata. Vorletzter 78 Plus Pick wird dann
83er Pau Torres. Die 83er sind am Start und der muss jetzt nochmal ballern. Let's go, Junge. Wir gehen rein und ziehen nochmal einen 80er Moreno. Okay, alles in allem weiß ich jetzt nicht. Wir haben alles, was 84 plus ist, den World Cup Story Guy, der bestimmt direkt auf Abstoßpreis gegangen ist. Dann haben wir 84er Bellingham, 84er Chiellini. 83er haben wir einige am Start. 85er Moreno, 85er Alba, 84, 84. Und das war's dann auch schon wieder. Alles klar. Ich habe mir aber von euch öfter sagen lassen, dass die 75 plus Picks nicht schlecht sein sollen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wir gehen rein in 75 plus Stück. Eben war, glaube ich, ein 75 plus Pick auf den ersten 50 und deswegen ist jetzt hier ein 78 plus Pick hier gelandet. Und da gehen wir rein mit einem 83er Zapata. Und jetzt will ich hier wirklich was sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die so gönnen. Das sind nur Player-Picks mit Nationen, die schon mal den World Cup gewonnen haben. Und die ersten zwei waren schon ganz okay vom Rating, muss ich sagen. Also, oh, ich dachte kurz, das ist eine Special Card. Ich muss sagen, ja, da geht was. Da geht vielleicht was. 80er Coquelin. Komm schon. Bitte noch ein weiterer World Cup Story Spieler. Ich glaube, von den World Cup Story Spielern, die released wurden, gibt es auch ein paar aus den Nationen, die bereits Weltmeister wurden. Deswegen, komm schon, Junge. Ich will jetzt hier was sehen. Wir machen weiter mit einem 83er David Silva. Ab 83 bin ich zufrieden. Also für einen Pick zumindest. Dann haben wir hier 82er Wirtz. Den Gabriel Paulista habe ich eben schon genommen. Wieder Gabriel Paulista. Moin Meister. Hätte ich eigentlich nicht nehmen sollen. Jetzt haben wir den doppelt. Der Pick war absolut bodenlos. Uruguay. Lange, lange ist es her, dass die die WM gewonnen haben. Und auch dieses Jahr wird es leider nichts mit dem WM-Sieg. Kann man genauso aber auch über Deutschland sagen. Reden wir nicht weiter drüber. Weiter geht's. 80er Martial ist am Start. Also ich ziehe hier ja nicht mal Walkouts. Was ist das? Ey, ein Walkout muss aus 100 Picks am Start sein. Was für einer. Ey, es ist absolut bodenlos, ne? Es ist bodenlos. Weiter geht's. 81er Pop. Wenn jetzt auf der Seite kein Walkout kommt, dann verliere ich wirklich jegliche Hoffnung. 75er Silva. Ja, so richtig sicher bin ich mir gerade nicht, ob die wirklich besser sind, die 75 plus Weltmeister Picks, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier einen 80er Calabria aus Italien. Weiter geht's mit 81er Zaniolo aus Italien. Gönn mir einfach auch so ein Gold Mbappé. Würde ich mich auch nicht beschweren. Da ist der erste Walkout. Thomas Müller Abi. Wir machen weiter mit Riddle Baku. Da muss jetzt nochmal was vorbeischauen. Da bist du doch 75er stark von Werder Bremen. Dann ist das Ding geritzt. Super Sache, ehrlich. 81er Savanier ist mit dabei. Wir machen weiter mit 76er Stach. Es kommen hier wirklich sehr viele deutsche Karte vorbei. Dann haben wir hier Gabriel Martinelli. Kolomuani habe ich, glaube ich, schon genommen, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Dann haben wir hier Bruno Guimarães, der vielleicht mit Brasilien dieses Jahr die WM gewinnt. Lazzari ist mit dabei. Und jetzt gehen wir hier rein in die letzten Player-Picks. 84er Bastoni. Komm schon, Junge. Ich habe dafür wieder 2-3 Stunden gebraucht, um die alle zu craften. Und man zieht die dann wieder in 10 Minuten weg. Es tut weh. Es tut weh. Komm, Kolomuani. Okay, wir hatten ihn eben nicht ausgewählt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor den letzten Player-Picks. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3 Seiten. Das heißt, wir haben noch, ich glaube, so um die 18 Picks oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Hoffmann hatten wir bereits. Komm schon. 80er Klostermann. Wir machen weiter mit 83er Romero, den wir jetzt auch schon 10-mal gezogen haben. Gönn mir nochmal so eine coole Karte, Alter. Wir haben so schnell eine World Cup Story Karte gezogen, dass ich dachte, da geht was heute. Da geht was heute. Aber da geht ja mal gar nichts. Komm schon. Vorletzter Pick auf der Seite, Luke Shaw. Auch ein bisschen länger gedauert, aber dafür wird der jetzt gut. 81er Rodrigo. Warum nicht Vinicius? So, was sehen meine Augen hier, Männer? Was sehen meine Augen hier? Wirklich, es schmerzt. Weiter geht's. Das war auch wieder ein ganz, ganz geiler Pick. Wir sind auf der Zielgeraden. Alter Schwede, ich ziehe ja nicht mal 83er. Es ist wild. 78er Romarinho. Richtig gut ausgesprochen. 81er Lucas Vazquez. Und jetzt geht's hier rein in die letzten Picks. Das sind die letzten Picks, die ich habe. Ich glaube, da kommen danach keine mehr, wenn ich dann nochmal aktualisiere. Deswegen, ja, entweder jetzt oder nie, meine Freunde. 78er Todibo. Und jetzt geht's rein in die letzten drei Picks. 82er Anderson Talisca. Vorletzter Pick. Komm schon. 80er Calabria. Calabria. Wahrscheinlich besser ausgesprochen. Und der letzte Pick wird nochmal 82er Wirtz. Das war absolut bodenlos. Warte mal kurz.
ja, schön, schön diese Karten hier zu sehen, aber wir haben davon jetzt einen gezogen. Und das war's wirklich. Wir haben keine Picks mehr. Jungs, das soll's gewesen sein von dem Double Upload. War leider bodenlos die Ausbeute, aber ich habe mein Bestes gegeben. Checkt auf jeden Fall das Video von heute morgen auch noch ab. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Adventskalender-Türchen wieder. Macht's bis dahin gut, haut rein und ciao.